Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 17 hier auf dem 3-Sternenhof Plus und mit DDR-Technik. Wir haben heute hier den Fortschritt 303 und ich hoffe, der eine oder andere hat genauso viel Bock, das mit mir hier zu erleben. Ich habe ja da ein bisschen was umgebaut. Ich weiß nicht, was die Community bis jetzt dazu geschrieben hat. Wir gehen mal davon aus, das ist positiv, ne? So, wir machen mal alles wieder an, das Interface, um mal zu sehen, wie viel Geld wir machen. Wir kippen alles daneben. Ha! 17.000. Okay. Gut. Und das kommt gleich die Nacht hier. Wir werden jetzt mal die Nacht ein bisschen schneller machen. Auf 120. Ach nee, F war ja Licht an. Was habe ich jetzt gemacht? Ist das doch nicht das Licht, oder? F. Ach so, ja. Doch, wirkt so ein bisschen gelb. Gut, dann lass uns mal zurückfahren. Der Bauer Maximus muss auch in der Nacht arbeiten. Nachtarbeit. Und dann gucken wir mal, wo es lang geht hier. Meine Güte, laut der Träger hier. Oh, eine ganz schöne Funzel, ne? Das ist ja ein Sockenschuss. So, alles klar. Dann ab nach Hause. Und früh morgens machen wir die Zeit wieder ein bisschen langsamer. Die Nacht ist halt immer so dunkel, ne? Schön mit den HW80 Anhänger cruisen wir erstmal über die Gegend. Mann, Mann, Mann. So. Ach, hier ist ja der Hof schon. Wir sind ja beim letzten Mal nicht fertig geworden mit unseren ganzen Fahrzeugen richtig hinstellen. Das machen wir alles nach und nach. Wir müssen mal schauen, was die Schafe wollen. Das werden ja wohl die ersten Tiere sein, die wir uns erstmal besorgen. Oh, schön. Die Halle ist beleuchtet. Na, das läuft ja. So. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Ladewagen. Das ist erstmal Fakt hier. So, warte mal. Wir werden mal hochfliegen. Ich glaube, wir sind mit dem Feld hier hinten. Doch, da sind wir fertig. Wie war denn das mit schneller gehen? War das so hier? Mit welcher Tastenkombination waren das, wo ich ein bisschen schneller hier unterwegs sein kann. So, das Feld, das ist noch nicht ganz so fertig. Hier haben wir auch noch nichts. Was haben wir denn alles hier noch? Hier könnten wir Gras machen. Das müssen wir ja sowieso dann irgendwann hinkriegen. Hier sind noch die anderen Hänger. Aha, aha, aha. Oh, ich habe doch mal irgendwie so einen Topspeed gehabt hier. FPS-Anzeige. Es sind noch gar nicht so richtig angepflanzt. Also wenn ihr nochmal wisst, welche Taste das war mit dem Schnellergehen. Ich habe den Mod zwar drin, hier diesen Speed-Gedöns, aber so richtig habe ich das schon wieder vergessen. Also Stroh haben wir ja sowieso schon in dem Bereich drin. Ich würde sagen, wir werden mit dem Trecker schon mal aufs Feld fahren. Langsam kommt der Morgen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen langsamer hier. Auf 5. Das sieht gut aus. Also,
Wo haben wir den Trecker hier? Mit dem hier. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Ich habe ja diese Sache rausgemacht mit dem Rückwärtsfahren, dass ich da nicht immer die Leertaste machen muss. Jetzt will ich immer die Leertaste drücken zum Rückwärtsfahren. So. Kann ich das Gerät noch weiter zusammenklappen? Glaube nicht, ne? Das Problem ist, hier überhaupt rauszukommen, ne? Eieieiei, wie soll ich denn eigentlich auf die Felder kommen? Wir müssen sowieso erstmal Saatgut und sowas holen. Oh oh, ich glaube, das wird ein bisschen tricky. Aha, gut. Ah, war das jetzt hier? Nee, das ist ja Diesel. Wollen wir mal suchen, wo das ganze Zeug hier ist. Ich glaube, ich kann hier durchfahren überall, ne? Ja, das ist gut. Das hätten wir jetzt echt für Probleme. Wo ist denn das alles jetzt hier? Hab mal auf jeden Fall eine gute Lösung gefunden. Ach, hier ist es doch. Dünger. Ja, schön. Warte mal, ist das hier alles drin? Wo habe ich denn eigentlich... Hier ist jetzt der Flüssigdünger. Gehen wir mal runter. Was habe ich hier? Licht. Ha! Das ist ja wieder... Erstmal wieder auf dem... Bereiche wäre klarkommen. Wir brauchen jetzt ja nicht nur Flüssigdünger, wir brauchen jetzt noch andere Sachen. Aber ich mach mal hier die Tür auf. Mal sehen, was er hier sagt drinne. Hier sind einfach nur ein paar Lagerräume. Aber hier könnte man so... Ah, guck an. Hier ist es doch. Ah. Also ich denke mal, das sind hier alles Fruchtsorten, die ich vielleicht anpflanzen kann. Jetzt muss ich erstmal nochmal zurückfahren. Da noch mal ran und vielleicht kriege ich ja unsere Sorte. Warte mal, hier steht da auch noch irgendwas. Ah, schön. Und dann ab rauf aufs Acker. Und dann werden wir jetzt das erste Feld ansehen. Bin mir noch nicht so richtig sicher mit was. Aber hier können wir schön Gras machen. So, hier ist ein Feld, das habe ich noch nicht gekauft. Hier haben wir Getreide. Was können wir? Z. Raps. Ah, ich denke mal, wir machen... Mit welcher Maschine kann ich das dann abernten? Nee, wir werden mal nicht so eine komplizierten Sachen machen. Wir machen mal Mais, dass wir dann Silage dann irgendwann mal herstellen können. So. Das ist ja übelst schwer hier rückwärts zu fahren mit dem hier. So, warte mal. Erstmal nochmal aus hier. So, was können wir denn machen? Helfer einstellen? Und wenn ich jetzt den Helfer mache, der kriegt's hin.
Ich hab's nicht hingekriegt. Ach, herrlich. Gut, alles klar. Dann lass den mal arbeiten. Wird ja auch Zeit, dass man ihn arbeitet. Und wir haben ja auf dem Feld noch eine ganze Menge an Strohballen. Boah, der bummt aber eh ordentlich. Warte mal, wir werden mal die Maschinen jetzt mal ein bisschen woanders hinstellen. Dass es hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Also hier sollen dann meine Anhänger noch stehen, die ich dann so holen kann. Und hier werde ich jetzt mal versuchen, dass ich hier den Häcksler irgendwie reinkriege. Ja. Dass ich den wenigstens hier unter Schleppdach stelle. Zurück. Ah, weiter geht gar nicht. Ach so, wegen dem Tor. Der ist gar nicht so richtig mitgekriegt. Oh. Dude, das ist aber auch nicht so richtig schön, ne? Ah, warte mal, hier haben wir noch ein größeres Tor. Da kann ich doch hier hinstellen. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen, was ich hier einstellen kann. Hier ist auch noch ein größeres Tor. Ach, hör auf, meine Werkstatt. Da könnt ihr meinen Werkstattwagen hinstellen. Ja gut, den habe ich ja noch nicht. Naja, gut. Wir müssen mal auf die Karte gucken. Ein paar Felder, das Feld 11. Das könnten wir auf jeden Fall abernten. Und da werden wir jetzt langsam hin. Hier haben wir Gras, da haben wir Gras. Dann werden wir erstmal die Fahrzeuge, wollen wir mal sagen, das ist der Hexer und das ist hier dieser 302, ne? Ja, ja, gut. Dann erstmal die Maschine zum Einsatzgebiet heute bringen. Oh. Oh. Na, fahr doch mal zurück hier. Alles so eng hier. Wenn wir den Trecker nämlich auch dahin bringen, dann werden wir das nächste Mal schön gemütlich ein bisschen ernten. Und ich brauche auf jeden Fall einen Ladewagen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. So, komme ich hier in die raus hier? Einen größeren Drescher bräuchte ich mir gar nicht kaufen. Und sauber haben wir auf jeden Fall da nicht erarbeitet. Positionslampe an. Sonst gibt es wieder Ärger. Ach, herrlich. Ist schon echt eine schöne Map, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Ich werde jetzt auch nicht großartige Felder überall kaufen. Ich denke mal, 3-4 Felder werden wir bewirtschaften. Ach, hör auf. Habt ihr gehört? Kuckuck. So, hier könnten wir wahrscheinlich Holz machen, ne? Aber mit Holz werden wir nicht so richtig agieren. So. Da haben wir den schon mal hin. Das ist immer gut mit zwei Anhängern. Da kann ja nachher ein bisschen rumagieren. Schon alle Fahrzeuge richtig zum Einsatzgebiet. Dass wir nachher nicht wohl zu Probleme haben und wir nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen. Das sind die ersten Arbeiten auf dem Hof mit der DDR-Technik. Dann werden wir uns um das Feld nächstes Mal kümmern. Ja, doch, immer wenn ich hier lang fahre, kommt dieser komische. Der komische Hans hier. Oh.
Schauen wir mal. Jetzt. Ah, das sieht doch herrlich aus, ne? Sieht das nicht schön aus? Der ist ein bisschen langsamer, der. Wasser müssen wir uns auch noch alles holen. Eieieiei. So. Ui. Hätte jetzt eigentlich nicht so einen großen, große Kurve fahren brauchen, ne? So. Sollen wir mal hier hinstellen. Den anderen Anhänger. Da kommt den Silage. Hier rein. Oh. Könnten wir eigentlich hier unter das Schleppdach stellen, ne? Dass es ein bisschen aufgeräumt ist. Wenn dann irgendwann mal der Ladewagen ist, dann würden wir uns hier den nächsten Ladewagen hier hinstellen. Oh. So viele Fahrzeuge haben wir ja noch nicht so. Da kann ja ein bisschen Platz haben. So, das ist hier Stroh. Und das ist Gülle. Den Gülle werden wir mal, denke ich mal, hier zum Bereich hinfahren. Dann werden wir uns mal einen LKW denn holen. Oh. Ein W50, denke ich mal, mit so einem Milchauflieger. So. Wo ist denn eigentlich hier dieser Gülle-Bereich? Genau, hier können wir ihn hinstellen. Hier ist der Schnipper für Gülle. Ach, gucke an, hier so schöne von Krone. Eieieiei. Das kommt ja noch vom Westen. So, wir hatten dann noch Wasser. Den stellen wir auch noch mal irgendwo hin. Schön mit Rost, ne? Das sieht auch irgendwie schön aus. Ich will an die angehen hier. Aber ihr merkt schon, dass ich hier versuche immer das Interface so ein bisschen rauszumachen. Dass es halt ein bisschen gemütlicher aussieht. Ich will das Gerät auch so ein bisschen verteilen, dass es hier noch ja, authentischer aussieht, ne? So wie es halt immer so auf dem Hof ist. Dass da mal was rumsteht, da mal was, Geräte. Mal gucken, wie viele Geräte wir denn im Endeffekt alles hier dann am Ende zu stehen haben. Ah, wie der Tag so langsam anbricht. So, jetzt haben wir die Anhänger, die stellen wir jetzt dort hinten in der Mitte und dann sind wir erstmal mit den Aufräumarbeiten. Die Vorbereitung auf dem Hof hier fertig. Das wird hier der Trecker, der hier hauptsächlich sich um den Hof, um kleine Arbeiten kümmert, so wie das jetzt mal schnell irgendwo was hinbringen. Das wird hier auf jeden Fall das Fahrzeug werden. Das war ja bei Bantico und genauso, ne? Da hatten wir ja auch zum Anfang richtig viele oder erstmal richtig viel Platz und nachher hat man doch schon gemerkt. So. Da könnte man ein bisschen was machen. So, hier stehen die. Das ist die nächste Sache. Den werden wir nachher irgendwo hinbringen. Und der ist hier auf jeden Fall fertig. Dieses Feld hier drüben. Was ist denn das für ein Feld hier? Wohl wahrscheinlich kaufen.
Oder? Ja, das muss ich kaufen. Das machen wir jetzt nicht. Das fällt vom Nachbarn. Schade, dass man es nicht zusammenklappen kann. Aber ich gucke mal, wie viel ist denn da noch drin? Ach, hat ja gar nichts verbraucht. So. Können wir ja eigentlich so. Oh, so können wir nicht fahren. Das stimmt, der Trecker hat ja nicht so eine Knautschzone. Wir müssen schon ordentlich hier durchfahren. Oh. Alles geht dann quasi nicht, ne? So. Das stellen wir mal hier ab. So, schön. Dann sind wir draußen. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen aufgeräumt auf dem Hof. Und das nächste Mal geht es dann los mit dieser schönen, aber gemütlichen Ernte hier. Hier wird es dann losgehen. Also, mit den Worten macht der Maximus erstmal einen Fisch. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.